In diesem Video wiederholen wir die Spitze-Schaft-Regel und werden diese dann in einem Beispiel anwenden. Wenn wir einen Vektor AB haben, vom Punkt A zum Punkt B, dann können wir mit Hilfe der Spitze-Schaft-Regel den Vektor berechnen. Sagen wir, die Koordinaten unseres Punktes B lauten B1 und B2 und vom Punkt A A1 und A2. Dann sagt uns die Spitze-Schaft-Regel, dass wir von der Spitze den Schaft subtrahieren. Das heißt, wir rechnen B1 minus A1 und B2 minus A2. Schauen wir jetzt zu einem konkreten Beispiel. Wir haben hier drei Punkte im Koordinatensystem dargestellt und sollen die entsprechenden Vektoren durch die Spitze-Schaft-Regel berechnen, also diese vier Vektoren. Für das erste AB lesen wir die Koordinaten vom Punkt B und vom Punkt A ab. Da kommen wir dann auf die Koordinaten 6, 1 und 2, minus 3. Und die Spitze-Schaft-Regel sagt uns jetzt, wir rechnen 6 minus 2 und 1 minus minus 3. Das ergibt dann 4, 4. Und wenn wir jetzt den Vektor AB einzeichnen und ablesen, bekommen wir auch 4, 4. Versuche nun das Video bitte zu stoppen und die restlichen drei Vektoren alleine mit der Spitze-Schaft-Regel zu berechnen. Wir vergleichen das Beispiel gemeinsam. AB haben wir ja schon gemeinsam gelöst und sind auf 4, 4 gekommen. Für AC brauchen wir den Punkt A und den Punkt C. Wir nehmen die x-Koordinate vom Punkt C, die lautet 4, und subtrahieren die x-Koordinate vom Punkt A, die lautet 2. Dann nehmen wir die y-Koordinate vom Punkt C, die ist ja 5, und subtrahieren die y-Koordinate vom Punkt A, die ist minus 3. Und so kommen wir auf 4 minus 2 ist 2 und 5 minus minus 3 ist 8. Und wenn du den Vektor AC hier einzeichnest, kannst du ihn wieder ablesen und kommst auf 2 und 8. Dasselbe kann man mit den restlichen Vektoren machen und wir kommen für BC auf minus 2, 4 und für BA auf minus 4, minus 4. Hier weiter unten sollen wir jetzt den Vektor AB und BC addieren. Wir können einfach einsetzen. AB ist ja 4, 4 und BC minus 2, 4. Und du weißt ja schon, wie man Vektoren addiert, nämlich einfach zeilenweise. Das heißt, wir bekommen 4 plus minus 2 ist 2 und 4 plus 4 ist 8. Und minus BA ist ja der Gegenvektor von unserem Vektor BA. Das heißt, wir müssen einfach nur die Vorzeichen ändern und kommen auf 4, 4. Und wir haben hier jetzt noch zwei kleine Fragen zu beantworten. Und zwar, warum gilt allgemein, dass wenn ich den Vektor AB habe und den Vektor BC addiere, ich den Vektor AC bekomme? Wie du hier erkennen kannst,
haben wir hier nämlich genau diesen Vektor herausbekommen. Man kann das ganz einfach mit der Spitze minus Schaftregel zeigen. AB ist ja dasselbe wie der Punkt B minus der Punkt A. Und BC dasselbe wie der Punkt C minus der Punkt B. Und wenn wir das jetzt die Klammer auflösen und zusammenrechnen, kommen wir auf B minus A plus C minus B. B und minus B fällt uns weg. Dann bekommen wir C minus A. Und C minus A ist genau dasselbe wie AC. Das heißt, wir haben gezeigt, AB plus BC ist gleich AC. Und zur zweiten Frage. Minus BA ist ja dasselbe wie minus A minus B. Und wenn wir da jetzt die Klammer auflösen, kommen wir auf minus A plus B. Da können wir die Seiten vertauschen. Und B minus A ist ja dasselbe wie AB. Und wir haben gezeigt, dass minus BA dasselbe ist wie AB. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.